Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 3. In dieser letzten Folge zum Thema Naschkatzen geht es heute um Haferflocken. Nach wie vor ist alles vorbereitet. Den Topf habe ich diesmal nicht sauber bekommen, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich habe nur den einen dabei. Meine Tasse funktioniert nicht, weil ich die hier nirgendwo draufstellen kann. Auch hier beim Trangia Mini passt die leider nicht rein. Aber das ist mein Fehler. Passiert. Wir machen unsere Haferflocken jetzt einfach in der Pfanne. Warum nicht? Als erstes, ihr kennt die Routine. Oh, das reicht noch. Heiß. Gut. Wir machen den Pfannenaufsatz raus. Machen Milch in die Pfanne. Und hier hexen wir jetzt auch nicht lange rum und warten ewig. Wir nehmen direkt unsere Haferflocken. Das sind jetzt kernige. Kommen jetzt einfach direkt hier mit rein. Ja, es ist ein halbes Glas, denke ich. Schauen wir mal. Bei Haferflockensuppe oder neudeutsch Porridge habt ihr den Vorteil, ihr könnt euch wie bei allem, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr sie haben möchtet. Die einen möchten es eher, das macht Power hier drin, da muss die Redaktion drauf. Macht das ein bisschen flüssiger, dann eignet sich es eher zum Trinken, wollt das schön fest. Macht das halt. Ja. Ja. Wir gucken jetzt mal, was draus wird. Ja. Gut. Die müssen jetzt quasi einfach ziehen. Die könnt ihr auch prima vorbereiten, indem man sie einfach schon, bevor ihr euch frisch machen geht oder was auch immer ihr morgen erledigt, in die Flüssigkeit reinmacht, einfach ziehen lasst. Dann haben die schon die Chance, sich auf voll zu saugen mit der Flüssigkeit. Und wenn ihr dann soweit seid, stellt das aufs Feuer, dann brauchen sie nicht mehr ganz so lange. Also wer hier ein bisschen Brennstoff sparen möchte, einfach vorher schon einweichen. Overnight Oats ist auch so ein moderner Begriff. Da könnt ihr es am Abend vorher schon vorbereiten. Da würde ich jetzt nicht mit Milch nehmen, da würde ich eher einen Saft eigentlich auch nicht, in Wasser einpampern, dass ihr die ganze Nacht durchziehen könnt. Und am nächsten Morgen entweder so essen oder dann nochmal aufkochen. In jedem Fall geht das ein bisschen schneller, als wenn man sie jetzt hier erst auf dem Feuer reinmacht. Aber auch das geht, so mache ich es zu Hause eigentlich immer. Obwohl, ich gebe sie zu Hause auch immer schon in die kalte Flüssigkeit mit rein. Können sie sich langsam mit erwärmen. Jo. Wie viel haben wir jetzt gebraucht? Ja, also nicht viel. Hier passen rein 110 Milliliter. Das war jetzt, naja, ein Viertel. Und ich habe jetzt drei Portionen hier quasi zubereitet, also ja,
Wir müssen nichts kochen. Das meiste war jetzt kurz aufkochen, kurz zubereiten, warm machen, ziehen lassen. Das braucht jetzt einfach ein bisschen, dem würde ich auch die Zeit geben. Ich mache jetzt einfach meinen Brennspiritus im Trank ja leer. Weil den möchte ich nicht mehr mitnehmen, den fülle ich nicht mehr um. Ja, die Flamme ist noch an. Genau. Habt ihr denn Wünsche, was in den nächsten Videos dran sein soll? Ich würde mich wahrscheinlich nochmal am Kaffee kochen versuchen. Obwohl mir da jetzt auch ein bisschen die Übung fehlte. Aber unser Urlaub steht auch bald bevor. Und da werde ich jeden Tag üben können. Schön in der Petromax. Und ansonsten dachte ich so, weil ich ein riesen Bohnenfan bin, machen wir in den nächsten Folgen einfach mal die ein oder andere Bohnenpfanne. Schön mit Kidneybohnen, Tomaten, vielleicht ein bisschen Mais, Kartoffeln. Fleisch wird es bei mir nicht geben. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren vegetarisch unterwegs. Also, jo. Aber auch vegetarisch schmeckt das sehr, sehr gut. Nur mit Gemüse. Ein bisschen Gewürze dran. Und wer schummeln möchte, nimmt das böse Glutamat. Ja. Das erzeugt nämlich diesen fleischigen Geschmack, auch wenn gar kein Fleisch da ist. Das ist ein Geschmacksverstärker. Naja. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Ja, das köchelt hier fröhlich vor sich hin. Ich hätte natürlich auch die Zartschmelzenden nehmen können, was ich jetzt beim Camping auch absolut empfehlen kann, weil es liegt, glaube ich, auf der Hand, die Zartschmelzenden, die brauchen deutlich weniger Zeit im Kochbad und sind schneller fertig, sind aber von der Konsistenz natürlich dann irgendwo im Bereich Grießbrei, Milchreis anzuordnen. Hier hat man ein bisschen was Bissfestes. Aber wer jetzt sagt, ich brauche keine cremige Konsistenz, ich nehme das hier so als Suppe. Ja, also ich habe jetzt hier wirklich Suppe noch drin. Also grundsätzlich, die Haferflocken sind gut. Ich erhöhe jetzt nochmal die Hitze. Ich brauche jetzt doch nochmal ein bisschen Pfiff. Den Erik hat's kaputt gemacht. Den Erik hat's kaputt gemacht. Also ich brauche definitiv noch ein Werkzeug, mit dem ich auf ganz einfache Art den Trank ja besser regeln kann. Weil mit Fingern geht's nicht. Heiß. Mit Plastikbesteck möchte man auch nicht zu nah an die Flamme ran. Und irgendwie mit Stöckchen da drin rumhantieren, da muss man die Pfanne mal abstellen, braucht man zwei Hände, mit einer Hand geht es eigentlich nahezu gar nicht, weil der Deckel einfach so straff bei mir oben drauf ist, dass ich den kompletten Deckel drehe, als nur diesen Regulator. Regulator. Traumschiff-Surprise. Jawohl, mein Regulator. Na gut. Oh. Auch dieses Gericht ist wieder für Puristen, weil nicht ein Gramm Zucker dran. Was man auch schmeckt. Gut, hier blubbert es noch. Das warten wir jetzt noch kurz ab. Und dann wird es mir ehrlich gesagt auch zu viel. Weil der Milchreis und der Grießbrei haben gut gestopft. So, ich glaube, meine Lampe von der rechten Seite macht ein bisschen schlapp. Ja. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, die Kernigen zu nehmen.
brauchen wahrscheinlich doch zu lange oder ich hätte noch zwei, drei mehr reinmachen müssen. Lass uns jetzt noch köcheln und ich fange nebenbei einfach schon an zu futtern. Das ist jetzt wirklich Suppe mit Einlage. Haferflocken in ihrer reinen Form. Sowas kann ich euch wirklich nur empfehlen. Prima. Gibt es auch aus Metall. Aber erstes Video. Unpraktisch. Ist wirklich unpraktisch. Weil es ist so ein schönes Multifunktionswerkzeug. Und kann damit umrühren, wenn man aufpasst. Alles. Meistens, wenn ich mir jetzt eine Pfanne oder einen Eintopf mache, dann will ich einen extra Teller oder eine Schüssel einsauen. Dann esse ich aus dem Topf. Und hier drin wieder rumzukratzen, macht keinen Sinn. Im Edelstahlbecher mag das was anderes sein. Ja. Der ist übrigens klasse. Ich zeig's mal. Der hat eine Einteilung. Geht bis 400 Milliliter. Dann hat man nur noch einen Zentimeter Rand. Gibt es für sehr viel Geld im Internet, von sehr namhaften. Gibt es aber auch etwas günstiger bei der Firma oder dem Ausstatter, der überwiegend blau auf seiner Internetseite und in seinem Logo hat. Dort stammen übrigens auch die Löffel her. Achtung, ich mache jetzt unbezahlte Werbung. Es ist alles privat gekauft. Ich habe hier nichts zum Test bekommen oder in irgendeiner Art und Weise stehe ich in Verbindung mit der Firma. Aber wer es wissen möchte, sowohl die Löffel als auch die Tasse sind von Decathlon. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge Kochgeschirr und Töpfe und Zelte und so. Klar, jetzt könnten wir eine Diskussion starten. Ja, zu dem Preis taugt die Qualität was. Das muss halt immer jeder selber wissen, was er ausgeben möchte, was er ausgeben kann. Den Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt, kann ich natürlich nur bestätigen. Aber ganz ehrlich, es ist ein Göffel. Es ist eine Tasse. Und ob ich für eine Tasse 6 oder 7 Euro bezahle, die ist Edelstahl, oder von irgendeinem namhaften Hersteller plötzlich 20 Euro dafür berappen soll, für eine Tasse. Ein anderes Thema wäre jetzt Titan. Er sagt, hey, mir kommt es auf jedes Gramm an. Der kauft natürlich Titan und hat hier mindestens die Hälfte an Gewicht. In Ordnung. Ja. Es gibt sicherlich auch Metallvarianten, die kann man nochmal zusammendrehen, haben die Hälfte, wer Platz sparen möchte. Alles in Ordnung, hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber für meinen Fall reicht mir eine Edelstahltasse, reicht mir ein Plastikgöffel, der jetzt auch nicht die Welt kam. Wir haben auch noch ein paar Teller und ein paar Schüsseln von dort. Ja. Genau. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einfach Schluss an der Stelle, weil haferflockiger wird es nicht. Es funktioniert, auf jeden Fall, geht relativ schnell. Oh. Ha. Die Haferflocken sind gut. Eine gute Alternative oder eine gute Idee wäre noch zu sagen, man nimmt Hälfte zartschmelzend, Hälfte kernig. So hat man Haferflocken, die eine Cremigkeit reinbringen, eine schöne Sämigkeit, und die anderen behalten ein bisschen Biss. Also ist nicht ganz so langweilig. Ansonsten gilt wie immer, macht einen Geschmack rein, das ist extrem nüchtern. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Es wird wahrscheinlich in den nächsten
drei, vier Wochen nichts werden, weil ich dann auch einfach irgendwann Urlaub habe. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann gibt es was Herzhaftes. Nicht nur für die Leckermäuler. Aber ich denke, ich werde erstmal dranbleiben, kindgeeignete Sachen zu kochen. Damit haben wir angefangen, damit machen wir weiter. In diesem Sinne, denkt an unsere Kampagne auf 99 Funken. Wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere uns vielleicht unterstützt und einen unserer Kalender erwirbt. 13 Euro inklusive Versand. Die Ostsächsische Sparkasse verdoppelt auf 99 Funken. Den Link seht ihr unten in der Beschreibung. Bis dahin, genießt den Sommer, euch allen einen schönen Urlaub, wenn er noch vor euch liegt. Und wir hören und sehen uns. Tschüss.